Hi, ich bin's wieder, eure Hannah. Und heute werde ich euch ein Haartutorial geben zu diesen zwei halben Zöpfen hier und mit offenen Haaren. So, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Viele haben danach gefragt, wie das geht. Und ja, deswegen werde ich es euch heute zeigen. Und dann würde man sagen, viel Spaß. Natürlich mache ich mir das nicht selber. Dazu bin ich einfach nicht. Ich kann es halt einfach nicht. Meine Mama macht mir das. Und deswegen, dass ihr euch nicht wundert, dass hier gleich auf einmal so zwei Hände sind. Also, ich bin kein Alien. Auch wenn ich danach aussehe wie ein Alien. So, erstmal müsst ihr euch natürlich die Haare kämmen. Das kann ich natürlich auch noch alleine. So, okay. Natürlich muss jetzt erstmal noch ein bisschen durchgekämmt werden, so ist es halt einfach leichter, es zu machen. So, jetzt werden die Haare aufgeteilt, also eingeteilt, aufgeteilt, ja. Und hochgekämmt. So einen Scheiße. Manchmal wird's nichts, manchmal wird's was. Aber wenn's nichts wird, ist nicht schlimm, macht's einfach nochmal. Uns passiert das auch ganz oft. Beim ersten Mal machen, wenn man das allererste Mal diese Frisur macht, könnte es vielleicht ein bisschen ziehen zwischendurch, aber wenn man es schon öfters macht, dann ist man schon dran. Macht man natürlich noch die zweite Seite und muss gucken, dass es alles genauso gleich ist wie auf der anderen Seite, damit es natürlich auch gleichmäßig ist und nicht dumm aussieht. Ich habe Haare im Gesicht. Das Ganze dann wieder hochkämmen in einen Zopf. Haargummis, welche Farbe, wie die aussehen, welche Art, ist eigentlich egal. Hauptsache, dieser Zopf wird gehalten, weil im Endeffekt am Ende wird man die Haargummis eh nicht mehr sehen. Zwei Zöpfchen sind natürlich auch eine süße Frisur, kann man auch so lassen, wenn man möchte oder keine Lust hat, das wieder in einem Tuch zu machen. Kann man es natürlich auch so lassen. Wie süß ist das? So, dann beginnen wir jetzt auch schon mit dem Tuch. Und zwar werden die Haare eingedreht, aber nicht zu viel, weil sonst funktioniert das nicht so richtig. Weil sonst kann man die Spangen nicht gut platzieren und dann sieht es einfach doof aus. Ja, auf jeden Fall sind die Spangen sehr wichtig. Sonst sieht es sehr doof aus. Und dann bekommt man eigentlich nicht das Ergebnis, das man haben möchte. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Ja, auf jeden Fall, wenn dann wird es dann durch den Hals gebunden und Spangen werden dann gut platziert, so wie ihr es halt für euch denkt, so damit es halt gut sitzt, wie ein süßer kleiner Knüppel.
diese, also wenn man dabei ist und also wenn das gerade passiert, dann könnte es vielleicht, dann könnte es vielleicht mal ein bisschen zwiebeln oder auch mal ein bisschen doller. Ja, dann kommt auf jeden Fall am Ende keine Spange mehr rein, sondern ein Haargummi zum Fixieren, dass das Ganze nicht wieder rausgeht. Schon hat man den ersten Knubbel. So, das ist der erste Knubbel. Wir nennen es halt Knubbel, weil das werde ich euch gleich zeigen. So, jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man keine Spangen nimmt, so dass man halt auch nachvollzieht, warum diese Spangen so wichtig sind. Ja, weil dann sieht es eher aus wie so nicht so schön halt. Wie so eine. Dann kriegt man nämlich nicht diesen Knüppel, den man haben möchte, sondern eine Antenne. Und das sieht nicht so cool aus. Also, das sieht, kann cool aussehen, wenn man das halt zu einer Frisur so haben möchte, aber wenn man so einen Knüppel haben möchte, ist das einfach auf Wunsch bestellt. Ja, deswegen machen wir das jetzt nochmal mit Spangen, damit es auch schön aussieht. So, okay. Jetzt werde ich den zweiten Knüppel machen. Also wie der erste auch. Spannen. Nicht zu viel eindringen, sonst wird es nicht so schön. Ja. Geht's euch denn so? Kommuniziert mal ein bisschen mit mir in den Kommentaren. Habt ihr eigentlich noch Ferien oder habt ihr schon wieder Schule? Wenn ihr schon wieder Schule habt, wie waren eure Ferien? Und wenn ihr noch Ferien habt, wie sind denn eure Ferien bis jetzt so? Okay, bisschen vorne. So, okay, es funktioniert jetzt nicht immer alles genau, wie es sein soll, da es einfach sehr schwer ist, zwei gleichzeitig zu kriegen. Nee, warte, wie? Wie heißt es nochmal? Gleich zu kriegen, so. Weil es ist halt einfach sehr schwer. Da muss man schon ausgebildet sein, denke ich mal. Und auch dann ist es noch sehr schwer. Ja, also. Man kann die vielleicht noch ein bisschen auseinanderziehen, sodass sie so einigermaßen gleich aussehen. Und ja, ich meine, das sind ja auch nur Haare und nicht etwas, was man züchten kann. So, also ich mache diese Frisur oder meinen ganzen Stil generell, weil es mir gefällt und nicht, weil es anderen gefällt. Also wenn euch diese Frisur gefällt, macht sie euch einfach. Hört nicht auf andere Menschen, auch wenn die sagen so, das ist viel zu kindisch oder das ist viel zu ausgefallen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht tragen. Ignoriert es. Tragt, was ihr wollt. Hört einfach auf euch und wenn die anderen sowas sagen, ignoriert es. Sie sind einfach neidisch, weil ihr so schön seid. Ihr seid einfach perfekt. Egal was ihr tragt, egal was ihr seid, egal wer ihr seid, seid ihr selbst. Ihr seid perfekt.
So, das war's dann jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr die Frisur nachmacht, zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Oder wenn ihr die Frisur schön findet, zeigt es mir auch mit einem Daumen nach oben. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und noch einmal, hört auf euch selbst, nicht auf was andere sagen. Es ist egal, was andere sagen. Hört auf euch selbst, macht, was ihr wollt. Ihr seid perfekt, ihr seid wunderschön. Ich zum Beispiel habe mich nie getraut, irgendwas so graphic zu tragen oder außergewöhnlich zur Schule zu gehen. Und jetzt sieht man ja, ich liebe es, ich bin ich und ja. So zum Beispiel, mir wird auch immer in der Schule gesagt oder einfach generell gesagt, sei doch einfach mal normal. Und ich denke mir dann einfach nur so, ich sage es auch meistens, was ist normal, wer ist normal, wer hat bestimmt, was normal ist, wer kann oder darf überhaupt bestimmen, was normal ist. Für mich ist das normal, für andere ist nur Glitzer normal, für andere ist Regenbogen normal, für andere ist Schwarz normal, für andere ist vegetarisch sein normal, für andere ist nur Fleisch essen normal. Also, wenn euch jemand sagt, seid normal, sag, ich bin doch normal, ich bin ich. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal sagen, weil ich denke, es gibt mehrere von euch da draußen, die geärgert werden und vor allem mehr darunter leiden als ich, weil ich werde schon sehr, sehr lange geärgert. Ich kann damit umgehen, weil ich habe eine tolle Familie um mich herum und manche haben es halt nicht so leicht wie ich und deswegen wollte ich euch das mal gesagt haben. Ihr seid perfekt, ihr seid wunderschön, hört nicht auf andere Menschen, die was dagegen sagen. Ja, dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!